Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem 86 Plus Foot Hero oder FIFA World Cup Hero Pack. Ja, liebe Leute, wir haben in den letzten Packs, was so Icons oder Heroes angeht, bisher immer reingelackt, außer einmal, da hatten wir Cap de Villa 86er Linksverteidiger, der war nicht so gut. Aber ja, jetzt das letzte Icon Pack war Desailly 450k, davor Ronaldinho 800-900k. Aus dem Hero Pack hatten wir Govu einmal, Brolin, also richtig, ich würde sagen, reingelackt. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was wir dieses Mal ziehen. Ich öffne noch die zwei anderen Packs geschwind, die ich aus den SBCs bekommen habe. Ich weiß nicht, was das für Packs sind. Hier Prime Goldspieler Pack klein und seltenes Gold Pack. Komm, yalla. Schauen wir mal, was da drin ist. Ist tradable, wenn es was Gutes ist. Wäre nice. Ist schon mal ein Brett. Belgium, Linksmittelfeld, 85er Carrasco, der ist richtig geil. Nehme ich gerne mit. Super Rating. Packe ich mal auf die Transferliste. Und ja, komm, den Rest stoß mal ab. Ist nichts Besonderes drin. Und die Picks öffnen wir geschwind. Kubo, GG's an die Japaner, die sind weitergekommen. Ich habe mir gerade das Deutschland-Spiel angesehen. Schade wirklich, dass Deutschland rausgegangen ist, rausgeflogen ist. Ich hätte echt noch gedacht, dass Deutschland weiterkommt. Aber wer hätte denken können, dass Spanien 2-1 verliert gegen die Japaner. Aber auch, ja, gibt es kein Aber. Ist einfach schade gelaufen. Wen ziehen wir hier? Euer Sabal, 84er. Gute Ratings, also wirklich alles, was höher als 83 ist, damit bin ich zufrieden. 84 ist okay. Packen wir auch auf die Transferliste. Bieten wir. Die Non-Rares biete ich immer so an, weil Non-Rares immer ein bisschen mehr wert sind als Abstoß auf jeden Fall. Aber die seltenen. Die seltenen kann man gerne abstoßen. So, hier ziehen wir noch Richarlison und Wirtz. Eh beides Duplikat. Stoßen mal ab. Und dann sind wir auch schon beim 86 Plus Hero Pack angelangt. Ja genau, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und neu seid. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer Weltmeister wird. Ich sag, es wird Brasilien und wir gehen rein in das Pack in 3, 2, 1. Moment, bevor ich es öffne, ich hoffe auf ein Lucio World Cup. Der wäre absolut geil, 1,4 Millionen oder so kostet der. Der wäre richtig geil. Ansonsten, ich wäre auch mit einem Cola zufrieden, weil den habe ich aktuell in meinem Team. Dann kann ich meinen aktuellen verkaufen. Das wäre auch nicht schlecht. Und ja, ansonsten, Yaya Touré wäre nicht schlecht. Einfach alle Spieler, die was wert sind, wären nicht schlecht. Aber ja, am meisten gebrauchen kann ich die Bundesliga-Endverteidiger. So, wir gehen rein. In 3, 2, 1, let's go. Oh, okay, reingezogen. Gefettfingert. Ich habe aus Versehen den Kreis gedrückt. Okay, jetzt. Jetzt geht's los. 3, 2, 1, let's go. Komm schon, Yaya, bitte. Vielleicht bringt uns das Glück. Es ist ein World Cup Hero, ja! Saudi Arabien, seid, nein, nein, es ist Al-Khaber. Oh mein Gott. No. Es ist Al-Khaber. Al-Khaber. Ey, du siehst so hässlich aus, Bruder. Mann. Der ist gar nichts wert. Ey, wer das Al-Ubaida. Das wäre so geil. Seid. Ach man. Was ist Al-Khaber wert? Der kostet 30k. Habe ich auf Football gerade gesehen. 30k. Ach man. Wäre das der Seid? Der wäre 700k wert. Aber der ist auch ZOM. Das war eigentlich klar, dass Al-Khaber ist. Ach man. 3 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Schade. Schade, schade, schade. Aber, naja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.